Auf Höwe ist der jetzt Innenverteidiger bei den Schalkern, nachdem die Königsblauen zweimal wechseln mussten, verletzungsbedingt in der Abwehr. Hoch auf Kurani, dessen Ball ist erstmal bei Altintop, ist ihn wieder zurück, das Leder, aber Darm schmeißt sich dazwischen und der lange Ball auf Nippel, der könnte jetzt mal durchschieben, geht da über die rechte Bahn, ist schon fast im 16 Meter Raum, passt, so laut die Preise und von Martin! Roberto Colautti macht das so in der 90. Minute! Ich werde verrückt! Roberto Colautti haut das Ding unten links rein und das Stadion steht Kopf, die Tribüne steht Kopf und ehrlich gesagt, ich sehe auch fast Kopf. Wahnsinn in der letzten Minute! Die Nachspielzeit, die bricht jetzt hier.